Hallo und willkommen beim dritten Türchen. Heute habe ich einen Geschenktipp für euch, der ein bisschen oldschool ist. Wenn ihr irgendwie mal im Mittelreich unterwegs seid, dann kommt ihr garantiert alle Nase lang bei irgendwelchen Landadeligen vorbei und ihr werdet auch viele gesiegelte Briefe von den jeweiligen Fürsten dort kriegen und vielleicht werdet ihr ja selbst einmal in den Besitz einer eigenen Länderei gelangen und da wäre es natürlich cool, wenn eure Helden mal ein eigenes Siegel machen können, ein Siegelring oder ein ganz klassisches Siegel mit Petschaft. Und ich zeige euch heute, wie ihr das kriegen könnt. Ich habe mir mal im Internet sowas hier bestellt. Es gibt Anbieter, die personalisieren eigene Siegelstempel für euch. Das hier hat, glaube ich, damals 15 Euro gekostet. Ist jetzt schon ein paar Jahre her. Den Anbieter gibt es nicht mehr. Aber es gibt bestimmt jede Menge andere. Ich versuche euch mal ein paar Links in die Shownotes zu packen. Dann könnt ihr dort bestellen. Hoffentlich noch bis Weihnachten. Diese schöne Kiste habe ich so gekriegt. Wie gesagt, alles für 15 Euro. Da drin befinden sich verschiedene Siegellack oder Siegelwachs, also in diesem Fall Siegellackfarben, eine kleine Kelle zum Warmmachen über diesen Teelichtern und dann gibt es hier das eigentliche, eine Petschaft mit Siegel da dran. Also damit könnt ihr ganz klassisch im heißen Wachs euren Eindruck hinterlassen und könnt damit Schreiben an eure Helden versiegeln oder so. Könnt natürlich auch für irgendwelche Abenteuer-Handouts damit fertigen, mit den Initialen des jeweiligen Landesfürsten oder sowas. Ich bin sicher, eurer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, sodass euch da schon jetzt was einfällt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten schenken könntet. Also, geht mal auf die Seiten, die ich unten verlinkt habe und sucht euch einen Anbieter raus, der euch gefällt und lasst euch dort ein für euch eigenes einen Siegelstempel fertigen, mit dem ihr von jetzt an jedes Schriftstück, was ihr so macht, immer versiegeln könnt. Wir sehen uns morgen wieder zum vierten Türchen.